herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsausgabe. 400 Folgen, was gibt es Neues? Mit Lukas Resetaritz, Ulrike Beinpolz, Günther Leiner, Geri Seidel und Viktor Gernert. Es ist so schön, ich freue mich, dass Sie alle da sind, dass Sie bei unserer Jubiläumsausgabe dabei sind. 400 Folgen, was gibt es Neues? Erstens. Unglaublich, oder? Ja. Ja, das, wenn mir das einer vor 12 Jahren gesagt hätte, ich hätte jede Wette verloren. Jede Und der Wette. Der Einzige, der immer dabei ist, ist Oliver Bayer. Aber von euch, glaube ich, der zweithäufigste, bist du der Viktor oder die Uli? Nein, oder? Ich bin erst später eingestiegen. Ich bin ja erst im zweiten Jahr dazugekommen. Ach so. Ich glaube, ich bin der Streber, ja. Du bist der Streber, ja. Viktor. Ja. Ich werde heute halt aussteigen, weil ich kann so nicht arbeiten, wenn die Torten vor mir. Günther, bitte, geduldig dich. In 40 Minuten schneiden wir es an, okay? Und dann kriegt es das Publikum. Dann verteilen wir es ins Publikum. Ja, dazu ein wunderbares Thema, Schokolade, aber nicht irgendwelche Schokolade. Pass auf, Folgendes, aus dem Buch des unverzichtbaren Wissens. Vor 5 Wochen, am 10. Jänner, war Welttag der Zartbitterschokolade. Herrlich. Herrlich, genau. 28. Juli, was wird da gefeiert? Die Vollmilchschokolade. Richtig. Ja. Ja. Stimmt. Kleiner Gute, ja? Milchschokolade. Am 16. Dezember. Die weiße Schokolade. Nein. Muss nicht Überraschung sein. Pass auf, wirklich, das gibt's. Alles, was mit Schokolade überzogen ist, Tag. Und heute ist Welttag der Minzschokolade. Herrlich. Ja, aber da scheiden sich die Geister. Es gibt Leute, die mögen Minzschokolade und die anderen sagen, das ist grauslich. Das ist so wie Toast Hawaii. Nein, Minzschokolade ist nicht meins. Man kann auch einen Kaugummi im Mund haben und eine Schokolade dazu. Dann schmeckt es wie Schokolade. Oder man kann auch Händel haxen im Mund und eine Schokolade dazu. Nein. Schokohändel. Eine Schokoladezigaretten rauchen. Genau, und eine Minze dazu. Okay, aber man sieht schon, wurscht. Das ist ein kontroversielles Thema. Es gibt ja einige, die sagen also Minzschokolade, pfui, pfui. Und deswegen möchte ich wissen, was besagt die sogenannte Pfui-Pfui-Theorie. Nein! Pfui-Pfui-Theorie. Pfui-Pfui-Theorie ist, wenn junge Eltern ihren 11 Monate alten Kind irgendwie erziehungsmäßig beibringen wollen, dass man nicht mit dem eigenen Kaka spielen soll. Aber wo ist die Theorie? Das ist ja, in der Praxis machen sie das ja auch. Also das oder? Ist die Pfui-Pfui-Theorie. Ja, war die Frage. Hörst du mir? Das sind 400 Folgen und ich komme drauf, er hört mir eigentlich nicht zu. Das hättest du schon bei der ersten checken können. Die Pfui-Pfui-Theorie ist, dass wenn man zu den Kindern sagt, Pfui-Pfui, mach das nicht, dann machen sie es erst recht. Das heißt, genau. Die Pfui-Pfui-Theorie besagt, nicht Pfui-Pfui oder Nein sagen, weil dann kommt das jetzt erst recht Phänomen dazu. Weiter mit Gassi spielen. Okay. Sie haben immer gesagt, Pfui-Pfui, du nicht essen. Ja. Na, was haben wir davon? Jetzt haben wir es davon. Das ist die Theorie. Ja. Ich weiß genau, warum wir solche Gutes haben. Das ist einfach Mundwasser, aber es ist mit Minze versetzt. Ich hätte Angst, dir die Schokolade zu geben. Na, Mundwasser nimmt der keins. Nein. Das kannst du trinken, das kann man auch trinken. Ja, aber das schenke weiter ans Publikum. Ja. Ich hoffe, ich helfe euch. Wobei wir bei der Redaktionsbesprechung heute Vormittag gesagt haben, komm, dann gibst du den Tipp und dann sind sie noch verzweifelt. Ich freue mich darauf, andere Wissenschaftler, die sagen, na, Wow-Wow-Theorie. Oder andere sagen, es ist die Ding-Dong-Theorie. Und dann gibt es welche, die meinen, es ist die Lala-Theorie. Ach so. Aber es gibt dann noch eine andere Strömung, die sagt, nein, es ist die Horuk-Theorie. Kennt ihr euch aus? Da sag uns jetzt die Antwort. Die Ding-Dong-Theorie, die warst du in Thailand, gell? Gibt es nicht die Ding-Dong-Theorie in Thailand? Die Ding-Dong in Thailand? Ja. In Thailand? Nein, gibt es die Ping-Pong-Theorie. Es war ein Geschäft, da ist gestanden, man kann was lernen über die Ding-Dong-Theorie, aber ich habe gesagt, nein, das ist Pfui-Pfui. Da gehe ich nicht rein, habe ich gesagt. Aber hat es vielleicht mit Kindersprache zu tun, dass man mit Kindern immer nur so zwei Worte spricht, so Pfui-Pfui, Ding-Dong, Horuk, hebt das auf und nicht
nicht so ganze diese Sätze Teletubbies spricht. Diese Gulli Gulli. Diese Winky Winky. Was ist Gulli Gulli? Ja, gut, Gulli. Die Kinder tun ja oft über einen Kanal gehen, wenn sie müssen Lulu machen. Das ist ja. Gulli Gulli. So, Milchschokolade für Lukas Resetare. Oder zum Beispiel, wenn was leer ist, sagt man ja auch zu den Kindern, schau, das ist Lala. Ja. Das heißt, man redet nicht in der wirklichen Sprache. Nur, dass ihr mich versteht, es ist so, es geht um eine Sache. Und wie diese Sache entstanden ist, da gibt es eben verschiedene Theorien. Also die Pfui-Pfui-Theorie besagt etwas anderes als die Ding-Dong-Theorie. Aber es geht um ein und dasselbe im Ursprung. Ja, wenn du sagst, die Entstehung des Universums, ne? Da gibt es also dann irgendwie die Naturwissenschaftler sagen, okay, Urknall. Und dann gibt es die Kreationisten, die sagen, okay, Gott hat es. Genau, aber es geht einfach darum, dass es um die Entstehung des Universums geht. Aber es sind verschiedene Theorien und Zugänge. Okay. Mhm. Und genau das ist auch bei der Pfui-Pfui-Theorie. Es geht um etwas und die Wau-Wau-Theorie. Universum. Sag das gleich. Aber die sagen selbe. Die? Wui-Wui und Pfau-Pfau sagen selbe. Also Wau-Wau. Nein. Nein, nein, Wau-Wau sagt was anderes als Pfui-Pfui. Okay. Aber kennen Sie sich noch aus? Oder ich noch aus okay. Was das ist? Beim Kacki war ich noch dabei, aber da bin ich ausgestiegen. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ich und kennen wir diese Theorie? Ja, nein, natürlich nein. Nicht. Ja, nein, aber die Urknalltheorie würde ich kennen. Und wenn sie dann Quixi-Quaxi-Theorie heißt, wüsste ich nicht, dass es um den Urknall geht. Aber kenne ich die Wau-Wau-Ding-Dong-Lala-Pfui-Pfui-Theorie? Weiß ich, worum es geht? Ja, sicher weißt du, worum es geht, weil du es gerade verwendest. Na, aber sie war selbst. Es geht um Sprache. Sprache, das ist gut. Ja, es geht um die Entstehung der Sprache. Es ist ein Begriff, es sind Theorien der Linguistik. Wieso haben Menschen zu sprechen begonnen? Darum geht es. Ne? Ja, das Fernsehprogramm so fad war. Nein, es ist einfach so. Es gibt unterschiedliche Hypothesen darüber. Die Pfui-Pfui-Theorie besagt, dass Leute, wenn sie, was weiß ich, irgendetwas Grausliches, also wenn wir auch in eine, hat es damals schon Zitronen gegeben, weiß ich gar nicht. Minze. Egal, irgendwas Grausliches. Minze, genau. Schokominze, Mintschoko. Mundwasser. Also, die Sprache soll entstanden sein, besagt die Pfui-Pfui-Theorie. Du hast was Grausliches gesehen, gerochen, geschmeckt, was auch immer. Und daraus ist ein Laut entstanden und daraus hat sich die Sprache abgeleitet, ist die erste. Dann gibt es eben noch die Wau-Wau-Theorie, die besagt, nein, sie ist durch das Nachahmen von Tierlauten entstanden. Ah. So ist die Sprache entstanden. Dann gibt reden mache ich mit Hund immer noch. Ja. Ja. Wie? Ah, machen. Die Lala-Theorie, die... Ja, was die schöne Frau sich sagt, wow, wow. Ich frage das um Kacki. Da gibt es eben die La-La-Theorie, die entstand durch spielerische Laut- oder Gefühlsäußerungen bei geselligen Anlässen. Daraus soll Sprache entstanden sein. Dann die Horuk-Theorie. Was glaubt ihr, war da ursprünglich? Um jemanden aufzufordern, einem bei der handwerklichen Tätigkeit zu helfen. Wohnungseinrichtung, zum Beispiel. Mammutaufheben. Wir reden von der Entstehung der Sprache. Mammutaufheben. Wenn das Stammesrudel gemeinsam versucht hat, eine Kraftanstrengung zu bewältigen und versucht hat, Rhythmen... Genau, daraus soll Sprache... Aber was ist Ding-Dong? Ding-Dong, gute Frage. Reaktion auf Umgebung, auf Umgebungsgeräusche. Wasser plätschern, donnern und Glockengeläut. Ne? Die Theorien wurden natürlich nachträglich erst so benannt, weil Ding-Dong, es gab natürlich seinerzeit keine Kirchenglocken, es gab ja auch wahrscheinlich noch keine Hunde, aber es wurde eben Wau-Wau-Theorie genannt. Alles klar, gibt es noch Fragen? Kennt ihr euch aus? Ja, super. Habt ihr es verstanden? Super Frage, ja. Ja. Ich kenne jetzt keine mehr aus. Ja, okay. Dann darf ich mich bedanken bei der Einsenderin, es ist Doris Kotrubar. 300 Euro Büchergutschein für Sie. Bravo! Bravo! Ich merke schon, ihr schielt die ganze Zeit auf meine Torte. Vor allem du, Leiner. Das linkt schon. Die riecht extrem gut. Schau, dass ich vor dem Günther dort bin. Ich sitz daneben und... Na, die riecht nicht. Also, du ist Mundwasser. Über Milchschokolade. So, die nächste Frage führt uns nach Dresden. Du kannst so gut sechseln? Nein, kann ich gar nicht. Wieso? Bravo. Nein, kann ich nicht. Dresden. In Dresden steht ein Haus, das auf Schienen hin und her gefahren werden kann. Warum? Weil der Schaffner drin wohnt.
Ulle. Das ist brav. Damit er sich wie am Arbeitsplatz fühlt, oder? Genau. Das schafft nach Hause in Dresden. Ich glaube, das ist am Fluss. Am Fluss? Am Fluss? Wieso ist es am Fluss? Naja, weil es am Fluss steht. Das ist die Theorie. Und? Nein, das ist jetzt die Fluss-Fluss-Theorie. Und bei Hochwasser, Hochwasser wird es wegtransportiert und wenn es wieder... Auf Schienen? Ja, sicher auf Schienen. Es geht bergauf, die Schiene. Ist so bergauf. Ist am Fluss? Also da steht am Flussufer? Nein, und wird weggefahren? Da ist der Fluss, ja? Ja. Da ist das Haus und das, immer wenn das Hochwasser kommt, wird es aufgefahren. Ja. Das ist übrigens das lasse ich patentieren, glaube ich, falls die, nicht die Antwort ist. Ja, ja. Ja. Da wird es aufgefahren und wenn das Hochwasser wieder runtersteigt, geht es wieder runter. Ja? Mhm. Das ist die Lösung für das Hochwasserproblem. Mhm, ja, ich steige die Politik. Ja. Oliver, es steht dort oder es wird herumgefahren? Nein, steht das Haus auf Schienen oder verändert es seine Position? Nein, die nehmen es und stellen sie immer auf die Schienen. Nein, aber wenn es längere Schienen sind, könnte es ja eben hin und her fahren. Ist nur so groß. Was habe ich gerade gesagt? Nein, entschuldige. In Dresden steht ein Haus auf Schienen, ja, damit es hin und her gefahren werden kann. Steht auf Schienen, und jetzt fragst du mich, ob es hin und her gefahren wird. Richtig. Steht das auf Schienen? So die hören mir wirklich nicht zu. Ich sehe Dresden ein Haus. Ich glaube, das Haus ist sehr alt, ist unter Denkmalschutz und musste aber trotzdem einen Verkehrsweg weisen. Genau. Okay. Ja? Und jetzt fährt da der Zug und einmal kommt er aus der Richtung und einmal aus der und dazwischen ist das Haus und wenn er aus der kommt, muss das Haus da rüber gefahren werden. Genau. Nein, es ist an einer Kreuzung sogar. Wenn es da grün wird, müssen sie es... Aha. Da drinnen, wenn du da drinnen bist, da hast du gerade irgendwas gemacht, auf einmal, Gott ist schon wieder, grün ist schon wieder. Okay. Das ist der Alterssitz vom Stefan Raab. Weil der ist so gewohnt von seiner Sendung, dass er immer mit seinen Sesslingen hergefahren ist. Sagt er, und jetzt gehen wir frühstücken. Und fährt schon den ganzen Haus um. Ja, vielleicht hat der einen zweiten Grund gehabt, hat aber nur Geld für ein Haus. Jetzt fährt er einmal auf den Grund. Ja. Ja, ja, vielleicht ist es aus dem Eisenbahnmuseum. Aus dem Eisenbahnmuseum? Nein, nicht aus dem Eisenbahn. Ist es groß? Ist es ein großes Haus? Es ist ein großes Haus. Also bei Größe gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Ja. Was ist denn schon ein großes Haus? Es ist 20 Zentimeter. Na, was ist ein großes Haus? Ja, wir führen euch natürlich auch ein bisschen in die Irre. Es ist wie Lilliput. Es ist ein kleines Haus. Nein, es ist ein großes Haus. Aber es ist aber was für ein Haus? Jetzt kann man natürlich, es gibt ja verschiedene... Vogelhaus. Doktorhaus. Ist es ein was? Doktorhaus. Der war nicht schlecht. Das ist ein Krankenhaus. Ja, super. Ich finde, das war Applaus wert. Das ist Felix. Ja. Nein, aber kein großer Applaus. Ja. Das ist klar. Der Leiner. Jetzt weiß ich noch. Der Leiner hat sich die Serie am Anfang angeschaut, weil er für Architektur so ein Faible hat. Weil er Politiker werden will. Genau. Ja. Pass auf. Es steht im Park von Schloss Pillnitz, dieses Haus. Und soll ich es euch mal zeigen, damit hier was weitergeht? Ja. Okay. Bitte. Hier ist das Haus. Ah ja. Ah, ein Glashaus. Ein Glashaus. Fährt mit der Sonne mit. Das ist aber nicht so blöd, das ist intelligent. Nee, es fährt mit der Sonne mit. Ja, wenn die Sonne geht, ist ja nicht tatsächlich den ganzen Tag Sonne in deinem Garten, ne? Und das fährt mit. Vielleicht machen die so Schlossführungen und lassen sich dafür bezahlen, haben aber ganz wenig herzuzeigen. Mhm. Die Leute kommen rein und die werden zuerst einmal in das historische Glashaus geführt und dann gehen sie einmal kurz durch Schlossdruck. Auf der anderen Seite gehen sie dann wieder in das neuere Glas. Das ist dieselbe Hitten, aber die Leute merken es nicht. Das fährt einmal am Schloss um und schauen sie für 15 Euro dreimal dasselbe Glashaus an. Wer weiß? Ja, du kannst auch Politiker werden. Das ist gut. Na, warum steht ein Glashaus auf Schienen? Warum steht ein Glashaus auf Schienen? Und vor allem, wann fährt es raus oder wann fährt es hin zu dem Platz und wann fährt es wieder weg? Aha. Hat es mit Tieren zu tun? Bitte, was? Mit Tieren. Warum soll es mit Tieren zu tun warum haben? Warum nicht? Ja, wie viele Tiere werden im Glashaus großgezogen? Hm? Nein, aber sie können turnen dort. Schiraffen sind sie. Ja. Giraffenhaus. Herrlich.
Das ist jetzt doch schon Brunnen, gehst nicht ins Offenhaus, sondern ins Glashaus. Das ist so schau. Ich glaube, das wird nur einmal im Jahr rausgefahren und einmal wieder rein. Ja, und zwar warum? Und zwar warum? Weil es friert im Winter. Was? Weil es im Winter friert. So ist es. Wow. Vollkommen richtig. Es geht darum, einen kostbaren alten Baum vor der winterlichen Witterung zu schützen. Oh. Früher wurde dieses im Herbst mit großem Aufwand aufgebaut und wieder abgebaut. Ein Schutzhaus um eine 230 Jahre alte japanische Kamelie herumgebaut. Und seit 1992 gibt es eben das auf Schienen fahrende 54 Tonnen schwere beheizbare Glashaus, das den Baum vor Frost schützt. Ja. Bravo! Bravo! Ja. Ich meine, es ist eine Sehenswürdigkeit in Dresden. Im Frühjahr kommt also diese Kamelie mit 35.000 kaminroten Blüten in das Frühjahr hinein. Wunderbar. Daniela Bruckbauer aus Wien, 300 Euro Büchergutschein für Sie. Meine Damen und Herren, einmal pro Woche darf ich mich ganz direkt an Sie wenden. Wir brauchen Ihre Fragen, wir brauchen Ihre Dinge der Woche. Die Adressen sind wie immer eingeblendet. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Und natürlich besuchen wir Sie auch gerne weiterhin mit der Kamera für die nächsten 400 Folgen. Diese Woche waren wir in der Steiermark und diese junge Dame hat die nächste Frage für uns. Hallo alle zusammen, ich bin die Laura aus Graz und ich stelle euch heute die Frage, was ist ein Heerwurm? Der Heerwurm. Das ist der Mann von der Frau Wurm, ne? Ja, das ist so was Ähnliches. Es gibt ja die Prozessionsspinner-Raupe. Ja. Die greifen so hintereinander. Das ist der Heerwurm, die sind in Heerformation. Okay. Die Würmer greifen an. Achtung, der Heerwurm greift an. In einer Kompaniestärke. Und, Aber mit der Prozessionsspinner-Raupe möchtest du mit den Härchen möchtest du nicht in Kontakt geraten? Habe ich gesagt, ich möchte? Nein. Nein. Das ist du ja auch nicht. Na, definitiv. Alleine auch nicht. Nee, Mann. Na, keiner. Ist ein Tier? Meine Theorie geht nicht auf. Bitte? Was für Theorie ist das? Für die Angler ist das. Für die Angler, für die Fischer. Der, der wieder zurückschwimmt. Ne? Ja. Komm her, Wurm. Ja. Herwurm. Komm her, Wurm da. Mit dem Fisch. Und nimm einen Fisch mit. Okay. Ja. Aber es ist. Aber nein, vielleicht sind die. Es ist vergebene Liebesmühe. Aber ich könnte was sagen. Ich könnte auch was sagen. Ich könnte alle was sagen. Ist schon beantwortet. Aber kann ich. Es ist schon beantwortet. Was? Ja, der Lukas. Der Lukas war ja schon wieder so gescheit. Ja, aber schon wieder nicht gehört. Das ist immer auch. Aber ja, Moment. Ja, definitiv. Aber was ist es jetzt? Vielleicht sind sie auch noch so in Tarnkappenfarben. Weißt du, dass man sie am Boden nicht sieht? Okay. Ja. Das ist immer das Schönste, wenn eine Frage noch schon beantwortet ist, diesen Ehrgeiz, den du noch entwickelst. Vielleicht, genau. Das ich glaube, wir sagen es noch richtiger. Das ist so. Das ist aber der Einzige, der es richtig war, ist eigentlich der Oliver. Der war es ganz genau. Ja. Nein, eh nicht. Du warst super. Hast du nichts? Nein. Jetzt fragen wir erst die Laura Papst aus Graz. Die bestätigt noch einmal, was du gesagt hast. Ein bisschen anders. Und dann werden wir schauen, ob wir was haben für dich. Ah, bitte, Laura. Die Torten. Der Heerwurm ist in Wahrheit kein Wurm, sondern die Larve der Trauermücke. Die hat nämlich die Angewohnheit, sich bei besonders starker Vermehrung Tausenden ihrer Artgenossen zu bis zu 10 Meter langen Prozessionen zusammenzuschließen, die sich wie monströse Schlangen durch den Wald bewegen. Dieses beeindruckende Naturschauspiel nennt man den Heerwurm. Okay, so, jetzt schauen wir mal. Wirklich großartig. Aufpassen, schwer. Schwer, Lukas. Ja. Achtung, schwer. Wow. Oh yeah! Gut. 400. Ausgabe von Was gibt es Neues? Wir haben so schöne Rubriken. Ein Ding der Woche kommt noch. Aber jetzt haben wir mal ein Piktogramm. Bereit für mein Piktogramm? Ich liebe Piktogramme. Ich auch, die Piktogramme. Action. Betrunkene dürfen nicht nahe zusammenstehen. Nein, das ist ein Herrenklo. Am Pissoir nicht gegenseitig anlullen. Nein, nicht schon wieder. Nein, nicht miteinander reden dabei. Ja, genau. Nein, beim Abtropfen helfen. der hat die Hand so drin. Nein, Nein! Einmal Minze. Das ist auf Natureisbahnen. Auf Natureisbahnen, ja. Also nicht in Rudeln. Weil sonst nicht in Rudeln. Moment. Nicht in Rudeln. Also nicht in Gruppen formieren. Also
nicht den Heerwurmscharen okay, auslaufen, weil sonst bricht das Eis. Oder es heißt, Liner get it aufs Eis. Oder no Liner. So. Wieso? Also auf Natureisbahnen. Also wenn ein See zufriert im Winter. Ja, es ist ein zugefrorener See, aber für dich ist es gleich eine Natureisbahn. Die Leute gehen Eis laufen, wenn der See zugefroren ist. Ja, ja, das genau. Ist eine Natureisbahn, das ist ein naturzugefrorener See. Na, ich mein, wenn du drauf Eis laufst, ist es eine Eisbahn. Ja, aber da muss der Eisbahn zuerst schaufeln. Du kannst nicht. Na, schaufeln muss ich nur, wenn es schneit. Ja, aber meistens ist, wenn das Eis ist, dann schneibt es und dann ist es kalt. Also es stimmt. 400 Folgen und das erste Mal hauen sie zwar an die Goschen. Sehr schön, das ist brutalisiert. Jetzt ist es eine Natureisbahn. Ich würde es aber auch so sehen, wie dann eine Natureisbahn ist, wenn es der Bahn macht. Im Prinzip ist ein zugefrorener See. Ein zugefrorener See und natürlich ein natürlicher Eislaufplatz. Ja, ja. Na, keine Rudelbildung. Rudelbildung am Eis verbot, also nicht schon. Aber warum seid ihr alle am Eis? Das könnte doch auch in der Disco sein. Wieso, was heißt auf Disco? Disco-Light am Boden. Ah, das ist Disco-Light. Disco-Light am Boden. Du tust mir leid. Aber ich weiß, wann warst du das letzte Mal in der Disco? Ich war Disco-Queen. Ich meine, es ist ein paar Monate her, aber ich war viel in der Disco. Wirklich. Du warst Disco-Queen. Ich war viel in der Disco. Die hat so ausgeschaut, oder? Naja. Na, damals mal, schon. Sagen wir mal, Lichtspiegelungen am Boden. Und der Rechte hat ja Rollerskates an. Das ist Holiday on Ice. Wieso? Ja, so halt. Ja, warum nicht? Also, ach so. Aber kannst du uns ein Gebiet sagen, wenigstens? Naja, ich glaube. Wieso auch? Bodensee. Ich glaube, der Geri Seidel. Ja. Nein. Du bist aber gescheit. Ja, ich schon mehr oder weniger recht. Natureisbahn. Es ist. Es geht ein bisschen über das hinaus, was du gesagt hast. Aber so rein von dem, was du gesagt hast, ist es richtig. Es handelt sich hierbei um eine der Eisregeln der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft. So, ich zeige euch einmal das gesamte Plakat mit verschiedenen Piktogrammen. Eine haben wir rausgepickt, ein Piktogramm haben wir rausgepickt. So, das darf ich euch vergrößern. Und das, was es genau aussagt, ist, bei Rissbildung verursacht durch Tauwettereinbruch sind Massenansammlungen zu vermeiden. Ja, aber im Endeffekt, also das, was Geri gesagt hat, das ist ja getan. Na, danke. Und ich bedanke mich für das Piktogramm bei Michael Scheiber aus Wien mit einem 300-Euro Büchergutschein. Kann man schön eine Zahnpasta, schau. Oder Badenfeld. Und schon haben wir das Ding der Woche. Das die Torte. Ich glaube, es ist eine Torte. Genau in dem Moment wollte ich das sagen. So sieht das Ding der Woche aus. Ich glaube, es ist eine Blume. Ja. Ich weiß nicht, ich zeige es Ihnen so, meine Damen und Herren. Sehen Sie es schön? Also da oben und da unten, das ist ein Herzl. Ja? Es kommt ein Insert, das Ihnen verrät, wozu das Ding der Woche dient. Ja? Jetzt er lacht, er lacht. Ist lustig, vor allem, weil die Leute zu Hause lachen werden, weil sie ja... Ja. Ich hab's eh gehört. Mein Herz total das Lachen von mir. Ist der Herr jetzt so laut. So sympathisch, aber gell, sympathisch. So, da, bitteschön. Schau. Das ist eine weiße Blume und das ist ein rotes Herzl. Mhm. Aber wozu dient die das weiße Blume? Das ist eine Herzlblume. Okay. Oh, ist süß. Das war super, gell? Ja. Das kann man das ganze Jahr mit sich jemand umtragen. Und immer, wenn man einen Anlass vergisst in der Beziehung und dich deine Partnerin irgendwie dann doch darauf aufmerksam macht, dass du den Hochzeitstag sonst was vergessen hast, und dann sagst du, nein, hier, was ist für dich, Schatz? Ich hab für dich kann man auch gut einstecken. Ich habe für dich eine Blume, sagst du, liebst mich. Ich sag, doch. Was willst du sagen? Liebe dich. Achtung! Schokolade. Geri, man kann es nicht... Geri, ich liebe dich. Bitte? Liebe dich. Liebe dich. Man kann vielleicht, weißt du, dass man das ins hasse Wasser gibt. Ja. Ins ganz hasse. Dann geht's unter. Oder nicht? Nein, dann wird es eine Knospe. Nein, oder so in einem Pfandl, wo man Eierspeis macht. Mhm. Ja. Und dann lässt man das da hart werden. Und dann dreht man das so und dann ist es so eine... Eine Liebespalatschinke oder was? Nochmal zurück. Nein, das wird zu wenig. Nicht aufsetzen. Ich glaube, es ist für die Küche. Was? Du glaubst, es ist für die Küche? Es ist für die Küche, glaube ich.
Aber ich möchte wissen, was du mit der Eierspeise da machst. Das verstehe essen. Ich nicht. Essen. Das machst du eine Eierspeise. Zerquirlen. Die quirlen und dann wieder die harte Eierspeise, ne? Wieso hallo. Wird die hart? Du eine harte Eierspeise. Harte Eierspeise. Hallo. Hallo. Oder ein Spiegelei. Es ist ja, schon. Na, schon. Langsam. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Du wirst Covid-Bike zu Hause gehen. Ich nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie heute Eierspeise. Probier's einmal. Lass einmal länger stehen, als du glaubst. Ja? Und dann wird die ich mache doch nicht eine Eierspeise, um sie dann stehen zu lassen. Ein Omelette ist dann so ein Omelette. Okay. So. Und dann, dass das nicht so raus und das zerbricht, dann nimmst du es in der Mitte. Zerbricht und das ist die Bewährung fürs Omelette. Und dann legst du es so hin und dann... Ich glaube, das ist wirklich ein sinnloses Ding, aber die Erklärung war nur sinnloser. Also, war wirklich ein Wahnsinn. Ja. War sehr schön, Günther. Nein, ich habe ihm Schokolade gegeben. Ich habe mich verworfen. Ich hab die Schokolade gegeben. Rettet die Schokolade. Ich mag keine Minze. Ich bin der Minzegegner. Soll ich es rauslutschen? Die Minze? Ja. Die Nusser? Und die ist die Schokolade. Ja. Das mag man dann. Aber ich glaube, das ist was fürs Klosett. Ich glaube, das ist was fürs Klosett und zwar fürs Pissoir. Aha. Dass man für so ein... Nein. Für Duft. Nicht? Ja. Nein, nicht. Nein, dass man da... Da gibt es ja diese Tor, also man so ein Fußballtor, wo man reinzieht. Und da kann man da, das ist so für romantische... Statt der Fliege. Da kannst du da durchgehen. Aber nicht, dass du aber nicht einmal, wenn du das anholst, triffst du da durch. Das schwimmt ja. Am Wasser. Nein, das war ein Wahnsinn. Ich glaube nicht, wie soll denn das schwimmen? Es geht unterm Wasser. So? Ja, siehst du, ich schwimme am Wasser. Ja, damit natürlich. Er nicht ganz zu ist, der Wein. Wir haben es extra für die heutige Sendung aufgehoben und sind dann draufgekommen, dass man es nicht verwenden könnte. Ich glaube, ist es, um das ein bisschen sauberer, aber in der gleichen Gestaltung, für Verliebte, die Dings, und in der Küche und im Becken unten... Das ist, Becken? Wie heißt das? Beckenboden. Aber was ist das für die Verliebte, die Dings? Du meinst Beckenbodentraining. Bei Verliebten denke ich immer an Beckenboden. Ja? Ich meine bitte. Küche. Das oder Bade. Warte langsam, bitte. Oder sagen wir mal Badewanne. Abfluss. Vielleicht noch besser. Die Badewanne in der Küche. Abflussverschließer mit Herz. Ja. Und dann sagt der verliebte Mann, ich tauche hinab zu deinem Herz und werde für ewig mich über dich ergießen. In deiner Bade. Ich werde mich über dich ergießen. Hallo? Bei dir muss zugehen, Badwabel, alle Achtung. Aber sowas kommt nur die Uli. Das ist nicht getraut. Was machen Sie beruflich? Wannentaucher bei Uli Beinbold. Ich werde mich über dich ergießen. Nein, aber sowas habe ich halt. Ich freue mich schon auf der Biografie. Ich sag das, das wird... Sowas? Nein. Ja. Nein. Weil, schau, ehrlich, Uli, du siehst ja, das sind ja Rillen dazwischen. Das ist ja nicht durchgehend. Wie soll denn das Wasser abdichten? Also, naja, aber da unten was? Das Nupsi. Ja, das nein. Unten das Nupsi, aber das passt ja in kein Stinks. Nein, das ist die Horne durchgehend. Das kann nicht durchgehen. Genau. Ja. Die Uli hat schon recht. Dass Horst die Haare nicht durchgehen. Dass die Haare nicht durchgehen. So, wozu habe ich euch den Hinweis gegeben? Wir haben es extra für die heutige Sendung aufgehoben. Dann hat es mit Schokolade was zu tun. Dann können wir es nicht verwenden. Und du kommst mit Badewanne und Hahn daher. Ist doch auch heute schön, Badewanne. Ja, aber was hat das mit der 400. Sendung zu tun? Ich wasche mich auch nach der 400. Sendung. Aber siehst du irgendwo eine Badewanne? Wir können es ja nicht verwenden. Was hat mit der Torte zu tun? Ja, nein, wieso können wir es dann nicht verwenden? Wir haben ja eine Torte. Ah ja, das ist wahr. Schmolzene Schokolade. Nein, wir haben keine Kisten Bier. Ich wollte meine Schokolade eine. In die Schokolade, ja? Der Schokoladestempel. Ich weiß schon, für einen Sekt. Bis es geschmolzen ist, dann tut man das ein und stempelt die Liebesbriefe damit ab. So süß bist du, mein Schatz. Nein, das ist eine Torte für Diabetiker, wo alle anderen in der Familie ein Stiegel Torten kriegen, kriegt der das dort hingestellt mit einem... Nein, das ein Schlag um was Quirler. Nein, dass man die Tortenstücke so nach diesen Spalten rausschneiden kann. Und das ist vollkommen richtig! Achtung, Lukas!
Genau. Weil es keine runde Torte ist. Dann haben wir halt solche Torten. Das ist ideal. Das ist ideal. Vielleicht kannst du Günther einmal vorführen. Würde ich dir vorstellen. Nein, ich nehme mal drei Spalten so aus. Da schau, das wird in die Mitte einer kleinen runden Torte wird das verwendet und dann bekommst du gleiche Stücke. Hier wäre das wirklich, obwohl der Leiner hätte sehr frei damit. Ich komme gerade raus. Da schau, da sieht man es genau in Aktion. Das kann man Kokoskuppe auch teilen mit den Dingen. Herumkugeln. Ja, du kannst alles damit teilen, was rund ist. In unserer Jugend hat man sich die Kokoskuppe zu sechs teilt. Ne? Sicher. Ihr habt ja nichts gehabt, gell? Der Lukas und so. Wir haben nichts gehabt. Aber wir haben dieses Land wieder aufgebaut, das sage ich dann. Ohne uns war es nicht so gut genährt. Da haben wir geschaut, dass die Butter aufs Brot kommt. Seid ihr fertig? Ja. Wunderbar. Ich bedanke mich bei Karin Auer aus Vösendorf für den Kochtelteiler. 300 Euro Büchergutschein. Danke, Karin. Und am Ende der Sendung werde ich auch beweisen, dass man mit mir eine Torte teilen kann. Ja. Was gibt es Neues im Showbiz? Schauspielerin Nina Hartmann hat zurzeit alle Hände und auch Füße voll zu tun. Nina Hartmann ist jetzt bei der kommenden Dancing Stars Staffel mit dabei. Und sie hat Premiere nächste Woche am Dienstag mit ihrem neuen Programm im Wiener Orpheum. Und aus diesem Grund haben wir sie gebeten, uns heute die Promi-Frage zu stellen. Grüß euch, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich kann mir in total viele Sprachen ausdrücken. Ich kann zum Beispiel Hallo sagen auf Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Griechisch, Chinesisch, Japanisch, Samoanisch, Thailändisch und Tirolerisch. Also ich kann echt über richtige Ausdruckspalette parat, wenn es um die Begrüßung geht. Ich lege quasi meine Ausdrücke wie auf eine Platte hin. Und um das geht es auch heute. Es geht um die Ausdruckplatte. Was kann das sein? Ich gebe euch einen kleinen Tipp, es hat nichts mit meiner Theorie zu tun. Was hat sie am Schluss gesagt? Ja, Ausdruckplatte. Nichts mit ihrer... Ich würde den ganzen Wimmel drauflegen. Nein, Gegner, heute bist du aber besonders grauslich. Heute bist du wirklich grauslich. Nein. Aber ich habe bis heute geglaubt, dass mir Minze nicht schmeckt, aber stimmt das gar nicht. Was ist das? Nein, mit dem Drucker wird es nichts zu tun haben. Mit dem Drucker? Nein, die Ausdrucksplatte. Da gibt es eine Platte, wo ausgedruckt wird. Eine Platte beim Drucker? Ja. Nein, jetzt hat er sich vergessen. Ja, es kommt davon. Man isst nicht während der Sendung. Ja. Minzallergie. Wie war die Frage nochmal? Eine Ausdruckplatte. Ausdruckplatte. Man tut da nicht seinen Pickel drauf. Wow. Na, das ist echt grauslich. Aber das stelle ich mir vor. Ja. Das reicht doch, wenn ich dich zum Mittagessen einlade, habe ich auch einen Mitesser. Du lädst mich ein. Du hast mehr als einen Mitesser. Aber das will man aus einer ganzen Wühle nicht ausdrucken. Ich sag, das ist einfach so eine gedruckte Sammlung von Synonymen, wenn einem die Wörter ausgehen bei einem hochinteressanten Gespräch. Und du möchtest halt irgendwie beim Broden möchtest du irgendwie sagen, nicht zum 14. Mal, du hast schöne Augen, sondern irgendwie was noch blumiger ist oder noch schöner ist. Und dann nimmst du dann die Ausdruckplatte. Aber beim Broden. Bleibende Augen. Das Blau deiner Augen ist von einer unergründlichen Tiefe. Aber beim Broden. Weil ich Händelbrot und da sage ich, hörst du, hast aber schöne Augen. Das geht schon. Der Leine ist fixiert. Ja. Ich sehe den. Im Dialog, der tiert sich in den Dialog, das Blau deiner Augen ist von einer unergründlichen Tiefe. Und sie sagt, ja, ich habe 8,5 Tipp drin. Ein Date mit Viktor Gernot. Ja. Du datest so, wie ich moderiere. Ja, ich weiß immer die Antwort. Ja. Nein. Na, du liest alles ab. Ja. So, die Ausdruckplatte. War man in der Nähe, ja. Nein. Es kommt im Autobereich. Wenn man in die Werkstatt reinfährt, das ist jetzt so ein Moment, wo ich zum Beispiel anfange zu reden und ich weiß nicht, was ich bis zum Schluss sagen will. Ja. Und so geht es mir die ganze Sendung. Nein, oft weiß ich es auch, nur jetzt momentan nicht. Okay. Und da fährst du rein mit dem Auto. Ja, ist ein Mint schon gern. Ist einfach ein Mint schon gern. Das ist eine super Geschichte, aber mach bitte weiter. Und dann fahren wir auf die Hebebühne und dann kommt die Ausdruckplatte. Warum? Wo? Naja, damit man weiß, dass man stehen bleiben muss. Ach, kommt nicht die Ausdruckplatte, das ist die Hebebühne und du bleibst... Das ist die Ausdruckplatte. Bitte, nein, das ist nicht die Ausdruckplatte. Nein, ist wieder ein Schokolade. Ist immer Schokolade.
Aber vielleicht ist es auf einem Gerät für Blondinen, da steht Aus drauf und auf diese Platte muss man drücken und dann ist Ausdruck. Magst du einen Schokolade? Oder? Ausdruck? Ja, faszinierend. Langsam faszinierend. Die langsam müssen wir unsere Eukalyptus-Zucker und sonst das haut mir vom Sessel. Soll ich euch mal eine Ausdruckplatte zeigen? Ja. Ja. Gut, hier wissen wir es dann? Na, sonst würde ich es euch nicht zeigen. Ah. So schaut sie aus, die Ausdruckplatte. Ja, das ist die Negativform für irgendwelche ja. Positiv ah, nachher. Akne. Doch, wie er gesagt hat, wie Wimmeln. Viel Wimmeln. Du, aber für ein Verkehrbrett für Feiglinge. Du, aber für ein Tonmischgerät ist es keines, oder? Tonmischgerät? Ein Tonmischgerät? Naja, da gibt es ja so viele. Das sind Töne. Doch keine Regler. Achso, das sehe ich ja von an. Nein, süß. Es wird was anderes produziert und ja. Dann ist Material in Hohlräumen, zum Beispiel Schokolade. Mhm. Und die druckt man mit diesen Stifteln dann raus. Die mhm. Ausdruckplatte drückt die ah. Kekse aus den. Okay. Ja, mach die Löcher in die Prinzenrolle. Nein, die Kerne aus den Kirschen. Die Kerne aus den Kirschen. Die Kerne aus dem Kirschenstrudel. Und da kannst du den ganzen Kirschenstrudel drauf. Mit Anschlag. Wir fragen am besten Nina Hartmann und die weiß genau, wozu eine Ausdruckplatte und wo eine Ausdruckplatte verwendet wird. Also die Ausdruckplatte wird in Gärtnereien verwendet. Da gibt es einmal zuerst die Anzuchtplatte. In der Anzuchtplatte werden einmal die ganzen Pflanzen großgezogen. Und wenn sie dann so groß sein, dass man sie umtopfen kann, dann kommt die Ausdruckplatte ins Spiel. Die Anzuchtplatte wird auf die Ausdruckplatte draufgesetzt und wird als ein ganzes einmal außerdruckt, ja, dass alle Pflanzen gleichzeitig rauskommen. Ja, total zeitsparend, praktisch. Eine super Geschichte. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Ihr könnt es mal folgen und sonst müsst ihr halt nochmal den Oliver fragen. Dankeschön, Nina Hartmann. Ich glaube, wir haben soweit verstanden. Und jetzt kommt der große Moment, meine Damen und Herren. 400 Folgen. Was gibt es Neues? Bitte, kommt rüber zu mir. Der große Moment des Schneidens. Und bevor ich den ersten Schnitt mache, möchte ich mich noch einmal bei Ihnen zu Hause recht herzlich bedanken für Ihre Treue. Die sind seit 400 Folgen halten. Ich freue mich auf die nächsten 400. Alles Liebe, schönes Wochenende. Bis nächsten Freitag. Bei Was gibt es Neues? Danke. Die Moin ist jetzt.